Hi, ich zeige euch heute auch mal meine aktuellen Favoriten. Und zwar sind das einige Produkte aus dem Bereich Make-up, Hairstyling, Hautpflege. Ja, und dann würde ich sagen, leg mal einfach mal los. Ein Produkt, was ich schon länger habe und in letzter Zeit wieder sehr oft benutzt, ist die NARS Sheer Glow Foundation. Und ich muss sagen, ich liebe die ja total. Ich finde, die hat eine super Deckkraft, man kann sie gut aufbauen. Fühlt sich auf der Haut sehr gut an und für Wie du mich mich auch. geschaut hat, ist die auch super geeignet, weil sie wirklich mit einem Primer drunter und den ganzen Tag gut hält. Das Finish sieht aber trotzdem sehr natürlich aus, nicht maskenhaft, was ich ja sehr wichtig finde. Ich mag das nämlich nicht, wenn das aussieht, wie man da 3, 4 Schichten auf dem Gesicht hat. Ja, und das einzige Negative ist halt, sie hat keinen Punktspender, zeige ich euch mal. Aber mit der Zeit kann man das eigentlich ganz gut dosieren. Es gibt Punktspender bei NARS im Online-Shop, aber deswegen extra dazu bestellen, lohnt sich natürlich Ganz nicht. Ich habe nicht. den Farbton Fitchy, da ich ja nicht ganz so hell bin. Und ich trage die ganz gern mit einem feuchten Beauty Blender auf und es funktioniert super für mich. Ich liebe die Foundation wirklich sehr und ich kann sie nur empfehlen. Und dann möchte ich euch gleich nochmal ein Make-up zeigen. Und zwar ist es der Make-up Forever Ultra HD Foundation Stick. Da habe ich den Farbton 127 Y335. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch gegenüber dem Stick, weil ich an den Wangen ziemlich vergrößerte Poren habe und das Produkt da einfach ziemlich reinging und es sah wirklich nicht so schön aus. Inzwischen habe ich nach viel Rumprobieren eine Lösung gefunden. Zeige ich euch gleich, das ist auch in meinen Favoriten Das dabei. Lässt sich einfach super schnell auftragen. Man gibt einfach ein paar Striche überall auf die Wangen, auf die Stirn, aufs Kinn, auf die Nase. Ich sprühe den zu Eva 102 Silk Finish dann mit dem MAC Fix Plus an und verteile das dann überall im Gesicht. auch Und die die Deckkraft Deckkraft lässt sich super aufbauen. Die Foundation sieht auch trotz allem sehr natürlich aus und die Haltbarkeit über den Tag finde ich auch klasse. Make-up Forever liebe ich sowieso, eine ganz tolle Marke. Habe ich einige Sachen davon. Und wie gesagt, wenn es morgen schnell gehen muss, mit dem Stick ist das echt klasse. Da seid ihr 0, nix fertig. Was natürlich auch toll ist bei Make-up Forever, die Farbauswahl. Denn da wird wirklich jeder fündig, egal ob man ganz hell ist oder dunkel. Die haben wirklich so viele verschiedene Farbnuancen. Da ist es kein Problem, was Passendes zu finden. Ich denke auch, dass der Make-up Forever Ultra HD Foundation Stick für so ziemlich jede Haut geeignet ist, außer für sehr trockene. Da finde ich auch die normale Make-up Forever HD Foundation nicht gut. Gegen Wer extrem Farbton. trockene Haut hat, dann vielleicht auch die Finger davon lassen. Dann kommen wir auch gleich zu dem Produkt, wo ich in Verbindung mit dem Foundation Stick nehme. Und seitdem komme ich echt super mit dem klar. Und zwar ist es der Step One Primer von Make-up Forever. Der Mattifying Primer, genauer gesagt. Ich habe ja Mischhaut, das heißt, ich glänze ziemlich schnell in der T-Zone. Ein bisschen silikonig von der Textur. Ist aber für mich kein Problem. Also ich finde ihn wesentlich besser als den von Smashbox. Den mochte ich nämlich Ja, nie. und Und wie gesagt, meine Poren an den Wangen, die sind eben vergrößert. Und ich hatte da echt ein Problem, dass der Foundation Stick da immer reinging, beziehungsweise das Produkt da reinging in die vergrößerten Poren. Aber wenn ich den Primer drüber habe, ist das echt super. Da habe ich gar kein Problem mehr damit. Deswegen nehme ich und die zwei immer in Verbindung und bin super zufrieden damit. Und da wir schon beim Thema Make-up sind, möchte ich euch noch einen tollen Fixing Setting Spray ans Herz legen, den ich mir erst vor kurzem gekauft habe. Das ist von NYX der Matte Finish Setting Spray. Und ich muss sagen, super Produkt für den Preis, echt klasse. Meine Haut, besonders die T-Zone, wobei Mischhaut ja oft nach ein paar Stunden schon zu glänzen anfängt, bleibt schön matt. Bin ich wirklich begeistert davon. Also, wenn ihr da auch Probleme damit habt, schaut euch das Produkt unbedingt an. Ich finde, es lohnt sich. Und der Duft ist für mich in Ordnung. Andere finden ihn jetzt nicht so toll, ist Geschmackssache, wie immer bei sowas. Aber schaut es euch doch einfach mal an. Ich finde es echt super, wenn ihr Probleme habt, dass die Haut glänzt. Ja, und dann kommen wir gleich zum Thema Make-up entfernen. Da habe ich auch ein Produkt kennen und lieben gelernt. Ich nehme fast nur noch das zum Abschminken. Clinique Take the Day Off Öl. Gibt es leider in Deutschland nicht, beziehungsweise nur im KDW und im Duty Free Shop in Frankfurt habe ich gehört. Das ist einfach ein Reinigungsöl, wo man einfach den Punktspender ein paar Mal betätigt. Und das Ganze verreibt man dann eben im Gesicht, massiert es ein. Auch wenn ich viel Make-up drauf habe, hat es bisher alles super entfernt. Dann nehme ich vielleicht einen Pumphub Alle mehr. Inhaltsstoffe sind auch super, was ich ja auch wichtig finde bei sowas.
Und auch der Duft ist echt angenehm. Also falls ihr die Möglichkeit habt, ranzukommen, probiert es unbedingt aus. Als nächstes möchte ich euch ein Produkt aus dem Bereich Hautpflege vorstellen. Das habe ich schon eine ganze Weile, längere Zeit nicht benutzt. In letzter Zeit nehme ich es aber wieder täglich und muss sagen, ich merke richtig, dass es wirkt. Meine Haut wird damit sichtbar jeden Tag besser. Ich habe jetzt Hautprobleme gehabt und habe da immer so ein paar Pickelmale noch auf den Wangen. Und seit ich das nehme, gehen die wirklich merklich zurück. Ist von der Marke Ivostin und zwar heißt es genau Ivostin Perfectin Puritin Peeling. Und zwar ist da Mandelsäure, Salicylsäure und Glykolsäure drin. Das ist also auch ein chemisches Peeling. Man benutzt es mit dieser Pipette. Ich zeige es euch kurz. So, da ist dann immer so ein bisschen drin. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das kann man dann einfach immer betätigen und dann kommt da etwas Produkt raus. Man benötigt nicht viel. Ich verteile das dann einfach im Gesicht und massiere das schön überall ein, lasse es einziehen und ich muss sagen, ich liebe das Produkt total. Ich habe mir das aus Polen bestellt, weil es in diesem einzigen deutschen Online-Shop damals ausverkauft war, weil ich es unbedingt haben wollte. Und Lieferung ging super schnell mit UPS. Also, wie gesagt, wenn ihr da Interesse an so chemischen Peelings habt, schaut es euch unbedingt an. Ein absoluter Dauerbrenner sind die Burt's Bees Lippenpflegestifte. Den hier habe ich auch aus den USA mitgenommen. Und zwar ist es die Geschmacksrichtung Mango. Richtig toll. Und ich muss sagen, ich finde es echt für die Lippen so am besten. Also natürlich gibt es auch ein paar andere Produkte, wo noch super sind. Das ist nicht das Einzige. Ich komme damit aber super klar, auch vor unterwegs, eben wegen der Stiftform. Zum Auftragen ist es perfekt, nicht in der Tube, wo man immer was auf die Lippen tun muss und die Hände dann voll hat. Die Burt's Bees Lippenpflegestifte pflegen meine Lippen sehr gut und ich habe jetzt schon zwei, drei davon leer gemacht und das spricht ja dann für sich, würde ich sagen. Als nächstes habe ich einen Lidschatten, den ich auch noch nicht allzu lang habe, aber ist schon wirklich einer meiner Highlights geworden. Und zwar ist es MAC Nylon. Kennt ihr bestimmt alle. Gerade für den Innenwinkel zum Highlighten finde ich den optimal. Falls ihr den noch nicht habt, schaut ihn euch unbedingt an dem MAC-Counter eurer Wahl an und swatcht ihn. Das lohnt sich, sage ich euch. Aber nicht nur für den Innenwinkel. Ich denke auch als Highlighter über den Wangen kommt der super. Habe ich noch nicht probiert, wollte ich demnächst mal machen. Wenn man ein bisschen Highlight unter der Augenbraue möchte, kann man den bestimmt auch super dafür benutzen. Also vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Natürlich sind die MAC-Lidschatten nicht die günstigsten, klar. Aber ich finde, es lohnt sich, weil gerade für den Innenwinkel ist der echt eine Bombe. Als nächstes möchte ich euch ein Produkt zeigen zum Pinselreinigen, ein Thema, was ja viele nicht so gern mögen. Und zwar der Cinema Secrets Brush Cleanser. Der riecht super lecker nach Vanille, falls man das mag. Die Pinsel sind in 0, nix wieder trocken. Also gerade für mich als Make-up-Artist ist das klasse, wenn ich die zwischendurch zwischen den Kunden reinigen muss. Dann gebe ich einfach ein bisschen was davon aufs Kleenex. Pinsel ist sauber. Ein paar Sekunden wieder trocken. Habe ich noch mit keinem anderen Brush Cleanser erlebt, dass die so schnell trocknen. Und kleiner Bonus eben, riecht super lecker nach Vanille. Ist allerdings etwas schwierig hier in Deutschland zu bekommen. Es gibt einen Online-Shop, maskeberlin.de. Da habe ich mir den geholt. Falls es euch interessiert, könnt ihr dort ja gerne mal vorbeischauen. Thema Haarstyling habe ich heute auch ein Produkt. Und zwar von Revlon ein Haarspray, das ich wirklich sehr lieben gelernt habe. Das fixiert die Haare super, die Haare sind aber nicht verklebt. Ich habe das auch heute jetzt drin. Also die Haare sind wirklich super schön leicht, aber trotzdem schön fixiert mit dem Spray. Ich finde, manche Sprays, die verkleben die Haare so, dann ist das Umstyling wieder schwer. Bei manchen Haarsprays sprüht man Tonnen rein und das fixiert einfach überhaupt nicht. Habe ich auch schon erlebt. Ich habe da viel ausprobiert. Auch gerade wegen meinem Job als Hair- und Make-up-Artist. Ich habe den zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich für Revlon im letzten Herbst gearbeitet habe auf einer Fashion-Show. Und ich finde den echt super. Gibt es bei Amazon zum Beispiel. Und wie ihr seht, gibt es da auch verschiedene Stufen, also von der Haltbarkeit oder Stärke. Wie auch immer, das ist jetzt die Nummer 2, die finde ich super. Medium Hold steht da. Klar, ist halt etwas schwer hier ranzukommen, aber Amazon macht es möglich.
Ja, und als letztes habe ich euch noch ein Fail, was meiner Meinung nach von vornherein nicht so funktioniert hat, beziehungsweise ich nicht so zufrieden damit war, nicht so damit zurechtkam. Und jetzt ist vor kurzem eben mit dem Produkt auch noch was passiert, was meine Meinung jetzt noch mehr bestärkt hat, dass das einfach nicht so gut wie der Vorgänger ist. Und zwar ist es der Anastasia Brow Definer. Den habe ich jetzt ungefähr 2 Monate hier, immer wieder in Benutzung. Einziger Pluspunkt, es geht wirklich schneller als mit dem Brow Wiss, weil der einfach von der Form her dicker ist und nicht so fein wie der Brow Wiss. Allerdings finde ich, man kriegt nicht so ein präzises Ergebnis hin wie mit dem Brow Wiss. Deswegen, der Brow Wiss bleibt einfach mein Favorit. Und als ich ihn letztens morgens benutzen wollte, weil es mal wieder schneller gehen musste, ist mir da was passiert. Ich habe über die Augenbrauen schon mal gebürstet, beide Kappen schon oben und unten geöffnet gehabt. Und dabei ist mir dann auf einmal diese Mine entgegengeflogen und mich hat es richtig geärgert, mich ärgert es auch immer noch. Ich wollte ihn jetzt aufbrauchen, versuchen, hier reinzustecken und nochmal weiter zu benutzen und nachkaufen wollte ich ihn bestimmt nicht. Bin schon richtig enttäuscht, dass das passiert, vor allem, dass es bei dem Brow Definer passiert, der ja eh dicker ist als der Brow Wiss. Ich verstehe das nicht, für so ein teures Produkt sollte das echt nicht sein. Ja, das war's schon mit meinen Favorites and Fails. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.